Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen auf die Energien, die sich da für dich zeigen werden. Dazu kannst du dir hier gerne einen der beiden Stapel aussuchen oder natürlich auch in alle beide rein schauen, reinhören, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Wir haben heute zur Auswahl einen Fluorit und einen Amazonit. Ja, schau mal, wo es dich hinzieht. Wenn du noch einen Moment Zeit zum Überlegen brauchst, drück gerne auf Stopp. Ansonsten fange ich jetzt gleich mit dem ersten Stapel an. Und vorweg noch eine kurze Info, dass die Kartendecks, die ich verwendet habe, alles meine eigenen sind. Und wenn die dich interessieren, findest du da den Link zu meiner Webseite zum Shop in der Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, ich starte jetzt mit dem ersten Stapel. So, welche Energien werden sich für dich in der kommenden Woche zeigen? Und da haben wir das Thema Gelassenheit. Werde zum neutralen Beobachter. Für dich geht es also in der kommenden Woche darum, Gelassenheit zu üben und dich nicht vom Außen aus der Ruhe bringen zu lassen, egal was sich für dich zeigt, egal was da passiert, dass du schaust, dass du einfach zum Beobachter wirst, dass du dich nicht so sehr identifizierst mit den Dingen, die passieren, sondern eben so einen Schritt zurück machst und alles beobachtest einfach, als wärst du vielleicht ein Journalist oder so, der vor Ort ist, um das Geschehen zu dokumentieren, um es einfach anzuschauen. Oder als wärst du ein Besucher im Kino und schaust dir eben einen Film an. Also, dass du wirklich versuchst, die Identifikation mit allem, was in deinem Leben passiert, rauszunehmen und zu versuchen, diese Kinobesucherperspektive einzunehmen und dir den Film deines Lebens eben anzuschauen, ohne dich eben davon wirklich mitreißen zu lassen, im Sinne von aus der Ruhe bringen lassen, aus der inneren Mitte bringen lassen. Natürlich darf dein Leben dich mitreißen im positiven Sinne, das soll es ja sogar. Aber du weißt bestimmt, was ich meine, dass du eben schaust, wenn es aufwühlend wird, wenn es irgendwie herausfordernd wird, wenn es schwierig wird, wenn dich was triggert, wenn du vielleicht auch Angst bekommst über irgendetwas, was in der Zukunft liegt oder was auch immer, dass du dann einfach beobachtest und schaust, was passiert in dir, was macht das Geschehene mit dir, ne? Wie fühlt sich das an, was passiert in deinem Körper, wenn du eben auf die Dinge schaust, genau. Und wenn du das übst, zum Beobachter zu werden, nämlich in dich reinzuspüren und in dir zu beobachten, was macht das Ganze mit dir, was passiert und eben weniger dich damit zu identifizieren, dann wirst du auch viel mehr Gelassenheit in dein Leben integrieren können. Ja, und dann kommt hier auch dazu die Lebensfreude. Du bist hier, um dein Leben zu genießen, genau. Und ja, das als Botschaft, die Lebensfreude einzuladen und die bleibt in der Regel fern, wenn wir eben uns auf Sorgen und Ängste konzentrieren, wenn wir uns eben hier mitreißen lassen im negativen Sinne und uns ständig aus der inneren Mitte bringen lassen und uns ständig im Außen bewegen und uns irgendwie damit identifizieren, was da passiert und all diesen Dingen zu viel Bedeutung beimessen, dann verlieren wir hier die Lebensfreude. Und auch wenn wir hier mit den Dingen im Außen zu sehr beschäftigt sind, im Geiste auch uns zu viele Gedanken machen, den Ängsten, den Sorgen, den Zweifeln zu viel Raum geben, dann sind wir auch nicht im Hier und Jetzt und nur im Hier und Jetzt können wir wirklich Lebensfreude erfahren und genießen und somit darfst du das eben wirklich bewusst in dieser kommenden Woche einladen, dich darauf einzulassen, im Hier und Jetzt immer wieder anzukommen, dich dorthin zurückzuholen und eben dich zu erinnern, beobachte. Ne? Beobachte, lass dich nicht zu sehr mitreißen. Ja, und passend dazu auch hier die Akzeptanz, ne? Was ja einfach auch das nochmal widerspiegelt, dieses eben einfach akzeptieren, was ist und nur in dir zu schauen, was macht das mit dir. Ne? Du kannst das Außen in der Regel eben nicht so ändern, jedenfalls nicht sofort und nicht so offensichtlich. Und viele Dinge kannst du auch einfach wirklich überhaupt nicht ändern. Wir können natürlich mit unserem Geist und mit den Gedanken und mit dem, worauf wir unseren Fokus richten und mit unseren Visionen und Träumen und so können wir sehr wohl natürlich die Zukunft mit kreieren. Aber das, was jetzt gerade ist,
kannst du erstmal nicht verändern. So, es ist einfach so, ne? Also kann ich gern wieder das Wetter so als Beispiel nehmen. Wenn es nun mal jetzt gerade regnet, dann musst du das akzeptieren. Dann kannst du dir zwar wünschen, dass doch bald wieder die Sonne scheint und vielleicht passiert das auch, vielleicht regnet es aber auch 2 Wochen durch. Das kannst du dann erstmal nicht verändern. Und dann geht es eben darum, das einfach anzunehmen, zu akzeptieren, das Beste daraus zu machen. Also ja. Akzeptiere, was ist in der kommenden Woche. Und gönne dir Erholung. Nimm dir eine Auszeit. Ne? Schau, was brauchst du? Brauchst du wirklich mal eine Pause? Brauchst du Rückzug? Brauchst du wirklich eine richtige Auszeit? Oder geht es einfach nur darum, dass du dir eben abends genug Ruhe gönnst, ne? Dass du dir da nochmal was Gutes tust, dass du vielleicht nach einem stressigen Arbeitstag oder generell nach einem stressigen Tag, was auch immer du dann zu tun hast, wenn es vielleicht sehr anstrengend eben war, oder du hier vielleicht am Anfang der Woche eben noch Schwierigkeiten hast, gelassen zu bleiben und die Dinge zu akzeptieren. Denn ne, wenn dann da viel Widerstand ist, dann geht das auch auf deine Energie. So, also wenn du sehr im Widerstand bist, wenn du dich sehr doll triggern und ärgern lässt quasi vom Außen und dich über das Außen dann ärgerst, das kostet Energie, ne? Und dann brauchst du eben Ruhe und Erholung, um wieder aufzutanken. Genau, aber auch wenn du einfach sehr eingebunden bist in deinen Alltag oder in den Beruf, wenn es da sehr viel zu tun gibt, dass du wirklich abends schaust, dass du dich dann nicht noch mehr stresst, ne? Vielleicht auch mit Gedanken, die dich aufregen, so, dass dir das dann noch mehr Energie zieht, sondern dass du schaust, was kannst du tun, um runterzukommen, um deine Energie wieder aufzuladen, um deinen Geist zu beruhigen, um noch ein bisschen Lebensfreude zu tanken, irgendwie am Abend oder so. Ja, also genau, schau mal, was du da am besten für dich nächste Woche tun kannst. Das sind soweit deine Energien, deine Impulse und ich wünsche dir eine spannende, eine ruhige, erholsame, erkenntnisreiche Woche, dass du da deine Aufgaben gut meisterst. Und ja, ich freue mich über einen Kommentar von dir und auch wenn du in eins der nächsten Videos wieder reinschaltest und natürlich auch sehr, wenn du meine Webseite besuchst und da mal schaust, was ich so für schöne Angebote habe. Ja, in diesem Sinne eine schöne Zeit und ich mache jetzt weiter mit dem zweiten Stapel. So, hallo an dich, wenn du den zweiten Stapel gewählt hast und ich schaue mal, welche Energien zeigen sich denn bei dir. Und da haben wir Wut und Groll. Vergib anderen, vergib dir selbst. In der kommenden Woche wird da also ein Thema auftauchen und vielleicht ist das jetzt schon da und spürbar, ne? Vielleicht gibt es da jetzt schon eine Situation, dass du irgendwie merkst, du bist sehr wütend oder etwas macht dich wütend oder du hegst Groll, ne? Kann auch etwas Vergangenes sein, wo du merkst, da ist einfach noch Wut und Groll in Bezug auf eine vergangene Situation oder auf eben Menschen. Und dann geht es in dieser Woche darum, dass du das loslässt. Ne? Vielleicht kommt aber auch Anfang der Woche, Mitte der Woche irgendeine Situation, die dich richtig wütend macht. Dann darfst du dich hieran erinnern und ja, daran denken, dass es darum geht, eben zu vergeben. Das heißt nicht, dass du das dann gut finden sollst, was auch immer dann passiert oder was geschehen ist, dass du, ne, das toll findest und damit total einverstanden bist. Es geht nur darum, es zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass du eben dir selbst vergibst in der Situation und auch den anderen oder der anderen Person, die da noch involviert ist. Denn ja, wenn du das eben nicht tust, wenn du eben diesen Groll dann so lange mit dir rumschleppst, wirkt sich das negativ auf dich aus. Ne? Das wirkt sich im Prinzip gar nicht so negativ auf die andere Person aus. Die hat damit dann in der Regel gar nicht so viel zu tun, sondern du schadest dann dir selbst. Also schau, wo kannst du noch vergeben? Was gibt es zu vergeben? Vor allem eben auch dir selbst gegenüber. Vielleicht bist du auch einfach wütend auf dich selber. Ne? Und dann darfst du dir das anschauen, es da sein lassen, es akzeptieren, dass es einfach so ist. Und dir dann aber einfach vergeben. Ne? Du kannst das nicht ändern. Es ist so gelaufen. Und es bringt dich im Prinzip überhaupt nicht weiter. Und es ändert auch gar nichts am Geschehen, wenn du dir selber das dann noch allzu lange nachträgst. Also ja, sei gut zu dir selbst einfach. Sei liebevoll mit dir selbst. Sei mitfühlend mit dir selbst. Und vergib dir, was auch immer du denkst, dass da irgendwie falsch gelaufen wäre.
Ja, das Geschenk kommt hier auch wieder. In deiner Situation liegt ein wertvolles Geschenk. Und das sind möglicherweise Erkenntnisse. Das ist, dass du in der Situation bist, dir selbst eben vergeben zu können, dir selbst einen Schritt näher zu kommen, die Liebe, das Mitgefühl zu dir selbst, aber auch zu anderen Menschen zu entdecken. Also in der Situation gibt es für dich einfach was sehr, sehr Wertvolles zu lernen. Also wenn du diese Wut, den Groll überwindest, wenn du dich traust, das loszulassen, das hinter dir zu lassen, es einfach zu akzeptieren und zu vergeben, dann wirst du ein Geschenk bekommen. So, dann wird sich etwas in dir transformieren, es wird sich etwas verändern und du wirst das dann spüren. Also lass dich vielleicht mutig darauf ein, eben diese Sachen loszulassen und zu vergeben. Dann kann nämlich auch Heilung geschehen. Also hier soll auch diese Woche Heilung eben in dieser Situation für dich kommen und passieren. Also öffne dich dafür bitte ruhig, die höheren Kräfte, deine Seele, dein höheres Selbst, darum, dich zu unterstützen, hier diese in alten Energien, die dich da blockieren, die dich noch ja, einengen vielleicht oder die einfach destruktiv noch wirken, dass das losgelassen werden kann, dass es dir leicht fällt, das gehen zu lassen, dass es dir leicht fällt, zu vergeben und ja, positiv in die Zukunft zu gehen und diesen alten Ballast, an dem du einfach nichts mehr ändern kannst, eben hinter dir zu lassen. Ja, denn du bist bereit, in eine neue Zukunft zu gehen und du bist bereit, das loszulassen und das hinter dir zu lassen. Du bist bereit, hier mutig, einen neuen Weg einzuschlagen. Und dich für die Heilung eben zu öffnen, dieses Geschenk zu empfangen, was in der Situation liegt, das zu erkennen. Ja, und dich selbst eben zu verändern, zu transformieren, hier den nächsten Schritt zu gehen, dich weiterzuentwickeln. So, also du bist bereit, sagen dir die geistigen Kräfte, deine Seele, also lass dich darauf ein, öffne dich einfach für das, was passieren möchte und passieren wird, lass es durch dich fließen und wirken. Und ja, erlaube dir einfach auch diese Heilung zu erfahren und diese Wut- und Groll-Themen ein Stück weiter abzubauen. Es geht nicht darum, das weghaben zu wollen, sondern es abzuschließen. Alte Wut, alten Groll endlich abzuschließen, loszulassen, weil es in deinem System einfach sehr schwer wiegt und ja, vielleicht auf deinen Schultern auch liegt. Und es darf von dir abfallen. Du darfst es loslassen. Du musst das nicht länger mit dir rumschleppen, denn davon wird einfach nichts besser. Es ändert sich in der Vergangenheit nicht. Du kannst nur eben in der Zukunft, im Hier und Jetzt, kannst du eben etwas verändern und das Ganze in die Heilung bringen. Und dafür bist du eben bereit, du wirst es schaffen, du kannst das. Ja, und da wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Erfolg, dass du da deinen Weg findest, damit umzugehen und das Ganze zu transformieren und dass du dein Geschenk dann findest, was einfach in dieser Situation für dich verborgen liegt und auf dich wartet, ja, von dir entdeckt und ausgepackt zu werden. Ja, in diesem Sinne sind das deine Botschaften für die kommende Woche. Ich hoffe, es unterstützt dich. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, dann freue ich mich, wenn du in eines der nächsten Videos auch wieder reinschaltest oder auch wenn du mich auf meiner Webseite besuchst und da mal ein bisschen stöberst. Ja, in diesem Sinne eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.